Hey Kinderchen, ich habe mal überlegt, wir machen heute mal ein schönes Tutorial, wie man sich die Haare schwarz färbt. Dafür habe ich mir hier einen Topf und ein Rührgerät organisiert und habe eine Safety-Brille auf, damit auch nichts passieren kann. Und habe hier so ein paar Zutaten. Product Placement wollen wir jetzt hier nicht sagen, aber man nimmt erstmal ein bisschen Milch, macht die hier rein. Erstmal müssen wir natürlich gucken. Der war würzig im Abgang, ist der Jahrgang. Da macht man erstmal ein bisschen Milch hier rein. So, vielleicht brauchen wir die später nochmal, das stellen wir ein bisschen in Reichweite. So, dann haben wir hier, ja, Mehl. Können wir hier ein bisschen Mehl reinmachen. So. So, was haben wir denn noch? Hier Milchreis. Seht ihr das? Hier? Ja. Entschuldigung. So, jetzt haben wir den Milchreis auf. Jetzt können wir den hier reinmachen. Oh, ich muss jetzt noch mal kurz rühren. Seht ihr das? Das wird so eine ganz schöne Masse. Die schmeckt auch noch gut. So, dann holen wir hier die Sahne. Müssen wir mal gucken, ob die offen ist. Und dann macht man hier ganz viel Sahne rein, weil die Sahne ist nämlich dafür gut, dass es dann am Ende auf den Haaren hält, dass die Masse schön wird. Und ihr wisst ja, Sahne ist halt generell gut, um die Festigkeit von den, von dem Teig oder was wir hier gerade angerührt, dass es ganz schön wird. Ich muss ja halt ein bisschen viel Sahne reinmachen, wahrscheinlich wird es die ganze Tube. Oh, da ist schon, aber ihr hört ja noch, dass es noch sprüht, also da kommt zwar noch was raus, also aber es wird jetzt immer besser, ich rühre mal ein bisschen. Und ja, also jetzt langsam glaube ich, dass die Sahne dann ihren Geist aufgibt, aber jetzt würde ich sagen, wir haben noch, es fehlt noch ein bisschen von dem. Also ich finde es, war noch ein bisschen Mehl, also es muss halt noch ein bisschen, ich finde die Konsistenz noch nicht so gut. Hallo. So, jetzt rührt man das hier so um. Oh, guck mal, jetzt, es schmeckt ganz süß, aber es soll ja nicht schmecken, es soll ja wirken. Und jetzt kann man sich damit ganz leicht die Haare schwarz machen. Wisst ihr das? Weil jetzt habe ich hier sowas Schönes gemacht. Und dann macht man sich einfach die Haare schwarz. Aber das ist ja weiß. Oh, dann kann man sich die Haare wieder weiß machen. Das sieht echt scheiße aus. Du solltest sie wirklich wieder weiß machen. Dann mache ich die wohl wieder weiß. Und sieht die wieder weiß? Sieht super gut aus. Die Menschen mit offen. Alter, er macht eine SS-Rune in deine Haare. Was geht ab? So, Kinder. Und jetzt wisst ihr, wie man sich die Haare schwarz färben kann. Probiert's mal zu Hause aus. Viel Spaß. Tschüssi.